Willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Das hier ist der Fantasti Lift und damit gehen wir jetzt aufs Dach zu Dr. Octopus. Oh ja, da ist er. Wir müssen ihn aufhalten. Da ist er. Vielleicht sollten wir erst darüber nachdenken. Keine Zeit. Wenn du mit den Teilen entkommst, bekommen wir sie vielleicht nie mehr zurück. Ah, oh, das Spidey. Höh, was hat er denn jetzt gemacht? Wollte eigentlich nämlich auch gerade sagen, hier, wir haben gar keine Zeit für irgendwelche Spirenzien, wir müssen Gas geben. Hätte ich in die andere Richtung mich drehen sollen. Nee. Ja, okay, er fällt da runter. Vielleicht kann es nur Mr. Fantastic. Weil der nämlich noch schweben kann. Der hält sich da noch nicht mal dran fest. Okay, so viel dazu. Dann nehme ich vielleicht einfach die Leiter. Dr. Octopus entkommt! Okay. Du musst über diese Spalte gelangen. Sonst verlierst du ihn. Oh, da komme ich wirklich nicht rüber. Schaff. Na, also geht doch. Oh, noch mehr von den Viechern. Sind aber bis für Mr. Fantastic doch gar kein Problem. Aber die Dinger sind für mich ein Problem. Das heißt, ich muss erst was Bestimmtes machen. Nämlich zum Beispiel das Ding hier runterschmeißen. Und eine Leiter bauen für... Ich gehe mal davon aus, Captain America. Oder vielleicht doch für mich selbst, weil ich da drin noch was bauen muss. Oder warum genau gibt es da jetzt eine Leiter? Ich muss hier schon was bauen. Ah, da kann ich da was drehen vielleicht. Ja. Ah, damit ich mich hier weiterschwingen kann. Alles klar. Jetzt kommen wir langsam dahinter. Deswegen sind wir nämlich auch gestorben. Aha. Sieht doch gleich ganz anders und besser aus. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? Schildschaltern. Wie wäre es damit? So. Ah, damit mache ich das aus. Dann kommt nämlich Mr. Fantastic da durch und kommt dann zu mir hoch. Oder darüber, ja, von mir aus. Okay, cool. Muss man schon mal nochmal kurz ausrasten. Alles kaputt schlagen. So, und nun? Da hinten ist Dr. Octopus. Können wir von hier aus irgendwas machen? Oder wie planen die, auf die andere Seite zu kommen? Naja, nochmal werde ich da jetzt nicht rein müssen, oder? Nee, weil dann komme ich ja wieder darüber. Noch irgendwas übersehen? Müsste nicht. So, was ist hier, was ich machen kann? Genau. Jeden Scheiß nochmal kaputt machen. Hier geht schon was kaputt. Kann es sein, dass ich hier einfach mal ein bisschen Gas geben muss? Ist hier dann irgendwas Geheimnis noch kommen? Das sieht doch gut aus. Nein? So, dann hat es irgendwas mit dir zu tun. Was macht eigentlich Captain America da? Hier gibt es aber nichts zum Anvisieren, außer die blöde Pflanze. Was ist mit dir? Komm, da kann man doch bestimmt irgendwas mitmachen, oder nicht? Habe ich hier tatsächlich was übersehen? Was ist hiermit?
Hier geht wohl definitiv nichts kaputt, aber da ist irgendwas mit Leitern. Das ist doch verdächtig, würde ich sagen. Moment mal, jetzt... Jetzt auf einmal bewegt ihr euch. Habe ich was nicht genug kaputt gemacht, wahrscheinlich. Okay. Ah, eine Pumpe. Damit das platzt und ich dann da irgendwie... Jo, okay. Ich dachte mir das schon, weil die alle Lego-Steine, die nicht verschwinden, mit denen kann man irgendwas machen. Ich habe es ja auch versucht, aber ich habe wohl einen kleinen Lego-Stein übersehen und konnte deswegen nicht zu Ende bauen. Da drüben, Captain. Wie lautet der Plan? Irgendwie sowas. Wir folgen ihm, wohin auch immer. Jo, ich glaube, da sollte ich vielleicht mal mit Captain America die ganze Sache. Genau, greif ihn an. Verdammt. Das ist gar nicht gut. Ah, natürlich kommen da noch mehr von. Machen. Ich mach hier hoch. Ich glaube kaum, dass ihr mir hier rüber folgen werdet, ihr Helden. Ja, es sieht irgendwie ganz schön bitter aus. Der ist schon so ein bisschen oben auf, habe ich das Gefühl. Ach, das gehört dazu, diese riesen Blumenbeete kaputt machen. Ah, so, kann ich an dem E verlang? Aua. Warum genau soll ich jetzt hier die Feuer löschen? Oder war das nur wieder ein insgeheimer Typ? Ich habe nämlich eher das Gefühl, dass ich jetzt hier weitermachen muss. Sollst nicht... Hallo. Beruhig dich bitte. Hallo. Danke. Irgendwas muss man doch hier machen. Oder muss ich euch wieder bis zum kompletten Ende kaputt machen, ne? Dass wir wieder irgendwas kriegen. Ich sehe es da leuchten, aber ich dachte, das wäre nur was für Iron Man. Mal. Scheint hier wirklich nichts zu sein. Und hier kann ich auch nichts machen. Wenn er mir schon die ganze Zeit den Tipp mit dem Feuer gibt. Dann werde ich doch irgendwas damit tun müssen, oder nicht? Was genau? Irgendwie darüber. Ah, mit dem Schild. Den Rest macht auch das Schild. Ja, okay. Haben wir dann da die Treppe. Eigentlich war das ziemlich offensichtlich. Ich wollte trotzdem mal wieder was ganz anderes ausprobieren. Aber das kennt er ja von mir. Und da kommen wieder die kleinen Octobots. Hey, mein Gummifreund. Nicht kaputt gehen. Müssen wir eigentlich in der Station immer direkt rausfinden, wir hier unsere goldenen Dinger einlösen können. Nehmen wir mal an, es gibt doch wieder rote. Gibt es eigentlich im Menü eine Anzeige? 10 von irgendwas wieder. Ansonsten kann ich anzeigen wie in Undercover. So, hier kann ich wohl Wandsprünge machen. Das
Das habe ich mich aber leider selber kaputt gemacht. Das war nicht sonderlich klug, aber ich glaube, ich sollte auch erstmal das hier machen. Dafür brauche ich allerdings Mr. Fantastic. Der darf aber gerne mal wieder ein bisschen ausflippen. Aber wirklich was Interessantes finden wir hier oben auch nicht. Dann muss ich hier nur noch ein bisschen mehr kaputt machen. Das ist erstaunlich, wie viele die Lego-Teile aushalten. Definitiv mehr als sonst. Aber hier habe ich das Gefühl, ist diesmal ausnahmsweise wirklich nur für die Lego-Steinchen gewesen. Hier muss ich doch schon wieder was zusammenbauen, oder nicht? Jawohl. Oh, guck mal, 4 Blumenbeete. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Schauen wir mal. Ach so, das ist dann für... Ah, ganz genau. Für Mr. Fantastic. Deswegen muss ich da hoch. Das macht Sinn. Ist geil, immer dieses Hin und Her, man muss ja schon ein bisschen überlegen, wie man da weitermachen möchte. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas Interessantes finden. Da drüben sehe ich nämlich schon was Interessantes. Die Frage ist, ob ich da hinkomme. Ich habe nämlich das Gefühl, dass da nur Iron Man hochkommt. Und das ist das Letzte. Jawoll! Oh, 1 von 10. Das sind die Dinger, die man von 1 von 10 braucht. Alter, dann gibt es ja... unendlich viele Geheimnisse, könnte man schon fast sagen. Na, da hast du Reiz, 100% zu machen, schon groß, gell? Einfach die Level dann, wenn man die ganzen Charaktere zur Verfügung hat, nochmal machen, schon geil. Dr. Richards, da geht's tief runter. So, das heißt, ich kümmere mich jetzt erstmal um irgendeinen Weg für Captain America. Oh, wird Zeit, dass wir die mal in Chaos machen. Langsam reicht's. Ja, Hauptsache, der kann mich attackieren in der Zwischensequenz. Was soll denn das? Oh, nee. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass wir keine Chance gegen den Typen haben. Hauptsache, wird alles gefilmt, ha? Huh? Erstmal einen Weg für Captain America schaffen. Was? Was macht ihr? Nein! Jawoll! Platt ist die Spinne. Parker, mach deine Arbeit. Ich brauche ein paar News für den Bugle-Auftritt in diesem Netdings Interface. Ja, Sir. Netface. Du kennst dich aus mit dem Netz, richtig? Mit dem Netz? Ja, das ist mein Job und mein Hobby. Boah. Knallte da einfach durch. Dr. Octopus? Sie sind ein richtiger Doktor, oder? Mir tut es nämlich hier weh. Deine billige Krankenversicherung übernimmt keine Kontrollbesuche. Parker! Ich brauche Filmmaterial davon für die Website. Kann doch nicht so schwer sein. Schließlich kommen dieses Mal die News zu uns. Du könntest es mit deinem Smartphone aufzeichnen, JJ, wenn du herausbekommst, wie man es einschaltet. Ich liebe es, wenn sie sich nicht ernst nehmen und es alles ein bisschen verarscht wird. Das ist richtig cool. So, und jetzt hat Spidey, Captain America, Mr. Fantastic gegen Dr. Octopus oder was? Sieht so aus. Ihr werdet mich nie fangen. Ihr verschwendet eure Zeit. Du verschwendest deine Zeit und ich werde deine Schreckensherrschaft jetzt beenden. Hier im Garten. Gut, dass du zufällig in der Nähe warst, Spidey.
Spider-Man. Doc Ock hat wichtiges Material geklaut. Ach, der kann auch nie genug kriegen. Immer hat er seine Hände im Spiel. So, kommen wir da als Spidey ran oder als... Ja, da müssen wir wohl als Spidey hin. Gar kein Problem. Braucht gar nicht erst kommen. Oh, oh. Ein Spinnensinn. Was in der Nähe? Und was genau haben wir da? Ah, ich kann da lang klettern. Ein Spinnensinn schon wieder. Was ist das? Ich kümmere mich gleich drum. Erstmal noch die kleinen Viecher. Da haben wir doch schon was. Ach so, da brauche ich jetzt die anderen dafür, ne? Kommen die da auch hoch? Nee, eigentlich nicht. Dann muss ich mit Spidey erst noch eine Möglichkeit finden, oder? Und Spidey kann definitiv nichts hier machen. Bis auf den Spinnensinn, dann gucke ich mal, ob es da drüben noch was gibt. Ob ich hier noch irgendwas kaputt machen muss. Schöner Dropkick. Hier soll echt gar nichts sein. Doch, da ist was. Na, ist hier irgendwas. Ach, dafür brauchen wir es fantastic. Ja, aber... Wie kriegen wir Mr. Fantastic hier hoch? Schauen wir mal, ob wir hier oben irgendwas machen können. Kann ich auch nichts machen, so wie das aussieht. So, wie kriege ich dann jetzt Mr. Fantastic hier hoch? Der wird da ja auch nicht einfach lang kraxeln können. Oder muss ich von ganz da drüben... Nee, das haut er nie hin. Oder? Nee. Habe ich wieder irgendwas nicht kaputt gemacht, was ich kaputt machen muss? Nee, das kann eigentlich gar nicht hinhauen. Spidey, haben wir dann noch was übersehen? Hier, dieser Boden ist doch auch komisch. Was sagt dein Spinnensinn? Siehst du hier irgendwas? Puh! Captain America mal ganz kurz gefangen genommen. Was kaputt machen. Aber ich kann doch hier an der Maschine nichts machen. Ja, da kannst du mir jetzt noch 100 Mal empfehlen, B zu drücken. Wenn ich hier nichts machen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hier kann ich definitiv... Jetzt muss ich einfach noch weiter rüber. Vielleicht ist das jetzt erstmal das Geheimnis, dass ich ein bisschen mit Spidey machen muss. Die glaube ich nicht so ganz dran, aber... Aber hier ist irgendwas mit einer Tür. Ach, jetzt sind die auf einmal da oben, wie auch immer die jetzt da hochgekommen sind. Das würde mich mal sehr interessieren, wie die da jetzt hochgekommen sind. Zumindest Mr. Fantastic, aber den brauche ich ja. Sehr seltsam. Aber okay, ich sag da jetzt einfach mal nichts zu. So, was werden wir diesmal? Eine Rakete? Bäm. Stimmt, aber was konnte ich denn da auf der anderen Seite machen? War das immer noch der Weg für... Captain America oder wird der jetzt auch aus seltsamen oder mysteriösen Gründen hergeportet? Nee, wird er nicht. Dann frage ich mich trotzdem, wie er hergeportet wurde. Oder warum ausgerechnet er hergeportet wurde. Ja, jetzt kann ich... Okay, muss ich gar nicht manuell ziehen. Jetzt wird das hier ein Aufzug, oder? Ach, und jetzt hätte ich rein theoretisch erst mit...
ihm hochfliegen können. Hä, das check ich aber nicht. Wenn ich jetzt... Ach nee, mit jedem Charakter, okay. Na gut, dann Captain America, auf geht's. Lass uns mal hier weitergehen. Hier ist auch bestimmt noch eine Menge Sachen, die ich noch machen kann. Hier Grill löschen und sowas. Das war ja schon in Lego City Undercover so. Aber da brauchen wir wahrscheinlich dann erst irgendjemanden, der mit Wasser umgehen kann. Oh, jetzt machen wir den endlich mal. Machen wir dich endlich mal fertig, ja? Jo. Okay. Und der gibt aber auch nicht auf. Sushi! Der Sieg ist zum Greifen nah! Alter! Zeit, die Spinne zu zertrampeln! Nicht jetzt! So grausam! Könntest du mich nicht in Küchenpapier einwickeln und aus dem Fenster werfen? Nein! Was ist passiert? Octobus! Was ist denn jetzt los? Hier ist jetzt übelst das Finale gegen Dr. Übermäßig gut zu sein. Was rätst du? Nur speichern. Schau mich nicht so an. Du bist der Doc Ock Experte. So, was machen wir hier? Kann ich hier irgendwas machen? Erstmal umgucken. Wenn die irgendwas mit irgendwas arbeiten können. Warte. Sein Arm hat sich im Boden verfangen. Greifen wir an, solange wir können. Ah, okay. Das ist schon als Angriff gezählt. Wow. Wie krank geht der denn ab eigentlich? Ich beide meinte auch kaputt. Ich muss jetzt einfach nur warten, bis er sich immer wieder verfängt, oder wie? Wäre das Einfachste. Ja. Alter! Nicht schon wieder! Mein Arm! Ja, geil. Knoten wir ihn einfach fest. Super Idee. Bringt uns nur leider nicht so viel. Hätte mal ein etwas besserer Knoten sein müssen. Ich denke mal, allzu oft wird der das jetzt nicht mehr mitmachen. Wow. Hier ist auf jeden Fall gut was los. Also an Action schadet zum Spiel schon mal nicht. Also fehlt. Du fehlst im Spiel nicht. Ja, jetzt hast du gleich keinen mehr und ich würde sagen, wenn der weg ist, war's das. Ganz genau. Meine Arme! Meine geliebten mechanischen Arme! Das werdet ihr mir büßen! Stampf sie! Nix da. Das ist vorbei. Gib auf. Verbrechen zahlt sich nie aus. Täusch dich da mal nicht. Deckt Kranken- und Zahnversicherung ab. Du kannst dem langen Arm des Gesetzes nicht entkommen, Ork. Nicht so gierig, Doc. Ich hab ihn. Ich mach das. Ich hab ihn. Nein. Ich hab ihn. Der grüne Kobold. Na, das war's. Gerangel am Times Square. Wahnsinn, was für ein Battle am Times Square mit Dr. Octopus. Das war definitiv krass. Herbie! Geile Geschichte. 121.000. Schön! Insgesamt jetzt schon satte 248.740. Finde ich gut. So, was dürften wir hier haben? Nicht viel, wa? 74%, naja. Geht auch besser. Egal, hier haben wir immerhin einen diesmal von 10 anstatt keinen. Ist auch schon fast ein Fortschritt. Jetzt kriegen wir noch einen fürs Abschließen und wir setzen die Geschichte fort. Jawohl! Und das sehen wir dann im nächsten Part von Lego Marvel Superheroes.